Den Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Schicksalsklinge HD. Ich bin euer Chojin, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben im letzten Video dreimal einen neuen Kugelzauber drauf gemacht. Das sind wir jetzt bei Kugelzauber 4 bekommen. Sehr geil, gibt also nur noch einen. Und wir haben Yasma Sinners Dotter ausfindig gemacht, die nicht in Klanik war, sondern in Toss wohnt. Da sind wir jetzt hingekommen und wir hatten auch noch eine kleine Begegnung gehabt mit dem liebenden Haskar, der aber meint, wir müssen erst noch die Laute mitbringen. Vorher gibt's nix. Und das können wir erstmal nicht machen. Und wir haben eine Information bekommen, dass die Yasma die Karte gestohlen worden ist und ein Schwarzmagier sie in einer Ruine hat. Da wollen wir natürlich hin. Und das soll irgendwo in der Nähe von Reborn sein. Da wollen wir doch mal schauen. Reborn. Das ist ja wahrscheinlich der Fehler, aber das war auch gewesen. Sie sagt in dem Dia... Wohl hier, da, Reborn. Ah, okay, der Weg hier runter nach Reborn. Mhm. Das Problem, was ich habe, dass ich nach Brenthill will. Wenn ich jetzt hier runter gehe, mache ich wieder einen riesen Weg zurück. Ich würde dann nämlich hier weitergehen, um zur Herberge zu kommen, nach Skull zu kommen, nach Irren und dann hier hin. Und dann erst wieder hier hoch. Deswegen glaube ich, gehen wir erstmal nach Brenthill. Brenthill und Mannerin anschauen. Das ist jetzt die Frage, ne? Komm, Schwarzmagier, das wird lustig. Das wird lustig. Machen wir das mal. Am Wegesrand erkennt ihr eine alte... Ja, okay, mach mal. Kräuterkunde. 3 Stunden. Wow. I like it. Schnell verstauen. Und einmal ein bisschen Nahrungssuche. Hervorragend. Gibt es auch noch mal was zu essen. Dann dürft ihr schlafen und zwar 8 Stunden. Weiterreisen. Ihr erreicht das Ufer eines kleinen Sees, der ringsum von Weiden umgeben ist. Ein ausgesprochen idyllischer Ort, wäret ihr wegen der Schönheiten der Landschaft hierher gekommen. So aber interessiert es euch sicherlich am meisten, dass es hier Fische im Überfluss und natürlich Trinkwasser gibt. Wollt ihr... Brotbeutel und Wasserschläuche auffüllen, würde ich sagen. Ah, wirklich, da müssen wir bis hier hin für. Pff. 17 Proviantspakete gibt es hier, das ist der Wahnsinn. 8 Stück. Du kriegst 9. Kräuterkunde nochmal. Eine Tanele, naja, immerhin. Und jetzt schlafen nur 2 Stunden. Auf in den Kampf, hahaha. Untote. Und ein Kultist. Aber ich sollte eigentlich nicht das Problem sein. Haut's aus dem Latschen. Was hast du? Gestolpert. Ach wie. Und du hast die Waffe verloren? Kämpfst ohne Waffe. Das ist natürlich schlecht. Aber jetzt ist es sowieso egal, oder? Können wir gleich machen. Aber wir kriegen sogar ein bisschen Geld. So, Odin, du hast deine Waffe verloren. Ein Proviantpaket. Krankheit wegen Untoten. Ja, bevor ich sterbe. Wir sind eigentlich noch gar nicht losgebrochen. Was hast du denn genau? Das weißt du noch selber nicht. Ne? Leider bist du auch genau der, der so gut da drin ist. Dann wend doch mal dein Talent an. Heilkunde Krankheit. Wundfieber. Antikrankheitselixier habe ich nicht. Ist nur durch einen Heiler mit Antikrankheitselixier. Das ist ein Problem. Wo haben wir denn den nächsten Heiler? Ärgerlich. Das ist ärgerlich, dass das jetzt passiert. Das hält unsere Reise natürlich ziemlich auf. Nein.
umkehren. Nein. Am Wegesrand. Wir haben gerade gerastet. Mein Gott. Legt euch schlafen. Komm, Eilmarsch. Wir müssen schnellstmöglich irgendwo hin. Ja, ich weiß. Komm, sag mir, dass hier einen Heiler gibt. Ja, da unten ist einer, aber hoffentlich kannst du irgendwas. Dran vorbei, ne? Nee, bin ich nicht. Hier war. Okay, lass uns das testen. Wunde, Krankheit. Ach, Dukaten, teuer, aber das nehmen wir in Kauf. Dankeschön. Seltsam, dass wir das nicht selber heilen können, nur ein Heiler kann. Ja, und Antikrankheitselixier findet man einfach nicht. So, wir brauchen einen Schlafsaal. Wir müssen uns regenerieren, und zwar ganz dringend. Aufs Zimmer gehen. Kugelzauber. Juhu! Hellsichtszauber. Jetzt haben wir die höchste Stufe. Sehr schön. Das heißt, wir müssen das immer wieder so weglegen und hinlegen, damit die einmal natürlich die Totenangst runtergeht, aber das ist eher unwichtig. Es geht eher um die Zauber. Hellsicht. Analyse auf 6. Aber wir haben, müssten das eigentlich jetzt auf 8 haben. Moment mal. Bleibt bei 6. Aber das müsste jetzt auf 8 sein. Wird nur nicht angezeigt. Schade. Warum auch immer. Kann ich mir mal aufschreiben. Analyse. Oder Hellsicht allgemein. Hellsicht. Nicht angezeigt. Durch Kugel. So. Dann geh einmal raus und wieder rein, damit wir meditieren können. Bams. Und Heilkunde Wunden. Und dann dürft ihr schlafen. 8 Stunden. Achso, ihr habt vielleicht Hunger, ne? Ja, gehen wir nochmal rein. Gibt auch noch was Leckeres zu essen. Oh, eine gute Hausmannskost. Das schmeckt hervorragend. So, dann versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal da anzukommen. Oder war das ein Wink mit einem Zaunfall, dass wir in Wahrheit Richtung Brenthill sollten? Versuchen wir es nochmal. Wir latschen auf jeden Fall ein Stück weiter, bis wir zu der schönen Lichtung kommen. Nein. Nein. Am Wegesrand erkennt ihr eine... Ja, da rasten wir. Genau da wollten wir rasten. Findest ein paar schöne Kräuter, das freut uns. Schnell verstauen. Und du kannst auch nochmal Vorräte auffüllen. 5 weitere Proviantpaketen. Mein Gott, jetzt haben wir aber richtig viel Kram davon. Und du darfst nochmal 10 Stunden schlafen. Weiterreisen. Da wir so gut ausgeruht sind, gibt es einen Eilmarsch. Nein, wir gehen noch ein bisschen weiter. Ihr entdeckt einen kleinen Pfad, aha, der steil den Berg hinaufführt. Das könnte die Stelle sein, die euch Jasma beschrieben hat. Wollt ihr... Den Pfad erkunden. Definitiv. Der Pfad führt zunächst schräg am Hang entlang und dann, etwa auf halber Strecke zum Gipfel, auf einer Höhe um den Berg herum. Auf der rückwärtigen Seite des Berges hält der Pfad auf ein kleines Wäldchen zu. Als ihr näher kommt, entdeckt ihr ein paar Mauerreste. Bald endet der Pfad und ihr erreicht eine Ruine. Früher muss dies eine mächtige Burg gewesen sein,
Doch jetzt stehen nur noch wenige Mauern. Und auch die werden der Witterung nicht mehr lange trutzen können. Aus den verbliebenen Resten lässt sich kaum noch nachvollziehen, wie die Burg ausgesehen hat. Lediglich ein ehemaliger Turm ist durch kniehoch aufgetürmte Steinreste angedeutet. Wollt ihr untersuchen? Aber sowas von. Ein weiterer Dungeon. Schön. Können wir eigentlich direkt so lassen. Hübsch ist es hier. So bläulich. Ein hohles und sehr, sehr hämisches Gelächter erklingt, das euch das Blut in den Adern gefriert. Da wäre cool, wenn das so kommen würde an der Stelle. So, oder sowas. Ja. Zauberer, Ruine, kein Lachen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und wir haben zwei Öhrchen. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Ach, wir haben die Waffen nicht repariert. Das könnte natürlich ein Problem werden, dass die Waffen kaputt gehen. Okay, zweimal Verstärkung. Das sollte auch nicht das Problem werden. Okay. Ein paar mehr. Noch ein paar mehr. Aber die Truppe ist stark genug geworden. Uiuiui. Uiuiui, was passiert denn hier? Da wurde es aber jetzt eingekesselt und die haben nicht mal was gedroppt. So. Heilkunde Wunden. Dankeschön, das war nicht so viel. Wir werden dich in der nächsten Runde mal ein bisschen Fernkampf machen lassen. Hallo? Ich dachte schon abgestürzt. Scheint einfach eine große Halle zu sein. Wahrscheinlich kommt hier schon der Finalkampf oder was? Geröllhaufen. Ihr könnt hinter diesem Geröll, was für ein Geröll, ein unwirkliches Licht sehen. Es scheint dort also weiterzugehen. Es lässt sich aber nicht bewegen. Wollt ihr einen Gegenstand benutzen? Nein. Da ist der Beutel, den brauchen wir natürlich. Erst ist jetzt mit den Klingen, haben wir da irgendeinen magischen Gegenstand bei? Glaube ich eher nicht. Der würde nicht einfach so rumliegen. Okay, wir können jederzeit die da wiederholen. Sagst du das nochmal mit dem Geröll? Ah ja, hier. So, und diesen Gegenstand würden wir gerne benutzen. Hey! Als ihr den Raum betretet, meint ihr gerade noch ein Flackern in einer Ecke wahrgenommen zu haben, als ob sich etwas Helles aufgelöst hätte. Und wieder hört ihr dieses grausige Lachen. Oh. Diesmal jedoch mit dem deutlichen Klang des Triumphes. Ich würde es ja gerne wirklich hören, das Lachen. Schade. Ach du Jemini. Können wir da einfach runterjumpen? Nein. Mut zu sprechen. Es gelingt Joe, den Kameramann zu beruhigen und könnte einen Schritt ins Leere wagen. Also, wir haben einen unsichtbaren Weg hier und haben einen Zauberer. Da machen wir mal keinen Autokampf. So,
das ist ein bisschen weit. 4 Schritt. Nein, nicht fliehen. Triffst du den Zauberer von hier? Ah, schade. Aber da kannst du wenigstens noch einmal da drauf bimmeln. Bams. Horrifus. Oh oh. Reskill 8. Hm. Nicht gut. Keine Erfahrungspunkte, wenn er abhaut. Attacke-Patzer. Na, hervorragend. Selbstverletzt. Und hat Furcht. Komm. Blitz dich, Find. Ah, und weg ist er. Einer, der keine Abenteuerpunkte mehr kriegt. Sehr schade. Fulminixus. Horrifobus. So, jetzt sind wir da. Jetzt gibt's Kasala. Oh, minus 17. Ach komm, Autokampf. Hier steht eigentlich alle ganz gut. Der ist geflohen, der Mistsack. Hat sich nicht töten lassen. Und hinterlässt jede Menge Tränke. Das ist ein schönes Ding. Ja, gute Frage. Wem geben wir hier was? Ein Kunschomer. Den sollten wir uns mal genau anschauen. Genau wie das Kettenhemd. Wie sieht es an deinen Punkten aus? Bewegungspunkte Nummer 5. Das ist ein bisschen viel. Bist du wieder auf 7? Können ja jetzt mal hier direkt ein... So. Die Kugel mal darüber seppen. Wir haben hier ein Platzproblem. Silberschmuck. Ah, okay, die Waldelfe kann das sowieso nicht. Das ist interessant. Geht also nur von dir. Schauen wir erstmal, ob es überhaupt was Magisches ist, was wir hier haben. Keine magischen Gegenstände. Schade, das ist ein ganz normales Schwert, was aber keine schlechten Werte hat. Vollkommen in Ordnung, ist ein ganz gutes Schwert. Könnten wir sonst verkaufen oder dergleichen, müssen wir mal schauen. Das heißt, wir brauchen aber auch nicht das Kettenhemd. Das könnten wir höchstens dir geben. 4 und 2 Attacke und Parade runter. Ja, der eine Punkt. Nee, dann werfen wir eher das weg. Bitteschön. Und Quicksave. Achso, wir sollten vielleicht nochmal versuchen, dich zu heilen. Nicht genügend Zeit vergangen. Okay. So, wir sind von da gekommen. Hier rüber. Können wir hier weiter? Nein. Ich kann mich noch erinnern, im Original war das, dass man durch unsichtbare Wände gehen musste und dergleichen. Das war alles ein bisschen verwinkelt. Das haben sie aber hier nicht gemacht. Wieso kann ich hier nicht hin? Hier geht's doch wieder zurück, oder? Ah, guck mal, man sieht das jetzt sogar an der Stelle.
Das ist ja ganz nett gemacht. Aber hier geht er nicht drüber. Da stehe ich falsch. Mut zu sprechen. Hat gut geklappt. Können da drüber gehen. Verliert nicht den Mut, meine Freunde. Euer Ziel ist zu erreichen, wenn ihr nur hartnäckig seid. Dann verschwindet die Gestalt und auf dem Boden liegt eine kleine Fiole. Okay, dankeschön. Ein Mutelixier. Feines Ding, liebe Elfe. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin. Cool, inspiriert, positiver Effekt.